Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Münsterland. Das schöne Wetter, dachte ich mir, nutze ich mir aus und habe mir vorgenommen, eine kleine Runde nach Münster zu fahren. Wir haben es jetzt 7:30, also nicht mehr so ganz früh am Morgen. Eigentlich mache ich ja immer gerne Touren, wenn die Sonne gerade aufgegangen ist, so 5:30 eher die Ecke. Ich habe mir das heute so überlegt, dass ich in Münster fahren möchte zwischen Berufsverkehr und Ladenöffnung. Also so um die Ecke 8:30, 9:00. In der Hoffnung, dass dann halt nicht so ganz viel los ist und ich dann für euch und für mich auch ein paar schöne Aufnahmen machen kann. Auf Diet. Dem einen oder dem anderen, der mein letztes Video gesehen hat, fällt vielleicht auf, hier wächst überall Mais. Es ist wirklich so. Ich habe mir übrigens neue Wanderschuhe gekauft. Blende ich euch mal eben ein. Ein Foto von meinen Wanderschuhen. Sind noch nicht ganz eingelaufen. Ist bei dem Wetter auch ein bisschen schwierig. Bei 40 Grad Wanderschuhe einzulaufen. Ich schau mal. Das beruhigende Rauschen der A1 am Kreuz Münster Süd. Willkommen in Münster-Mecklenbeck. Und hier in Mecklenbeck gibt es dann, aus meiner Richtung kommt hier die erste Fahrradstraße. Es gibt ja keine deutsche Stadt, wo es so viele Fahrradstraßen gibt wie Münster. Und da, wie man sieht, Motorräder autofrei, aber wir Radfahrer haben da den Vorrang. Und das probiere ich jetzt mal aus. Ich bin jetzt immer noch auf dieser Fahrradstraße und was man jetzt auf dem ersten Blick nicht erkennt, wir nähern uns so jetzt unaufhaltsam auch der Innenstadt von Münster. Zum Landcafé. Münster ist ja auch gar nicht so groß, so städtisch. 250.000 Einwohner plus 50.000 Studenten. Kommen wir jetzt hier an den Aasee, die Erholungsoase, ganz stadtnah hier in Münster. Das ist ein künstlich angelegter See, gut 100 Jahre alt.
sehr beliebt bei Studenten hier auf die Liegewiesen, aber es ist 8 Uhr morgens noch ein bisschen zu früh. Hier links ist der Zoo von Münster, ein kleiner Hafen, weil hier gibt es ein Schiff, das solarbetrieben ist, die Solaris. Gehört zu so einem Forschungsprojekt für Batterieforschung hier in Münster. Ist ja auch in den Medien gerade ein großes Thema, Batterieforschungszentrum Süddeutschland oder halt hier Münster, wo halt entschieden wurde, dass er hier in der Nähe gebaut wird. Jedenfalls fährt das Schiff mit Solarenergie, aber ich glaube, so früh morgens fährt das Ding auch noch nicht. Ich suche mir jetzt ein schönes Plätzchen für mein Brötchen. Das wird wohl hier nicht so schwer sein zu finden. Ja, auch sehr unauffällig jetzt hier so zu selten. Klasse. Gleich erst 8:30, aber wir haben schon 26,7 Grad. Zumindest hier scheint mein Plan ja aufzugehen, dass ich mit dem Rad halt da vorfahren kann und sonst nur laufen kann. Im Hintergrund vielleicht schon die Kugeln hier gesehen. Das soll Billardkugeln darstellen. Und zwar gibt es in Münster alle 10 Jahre Skulpturprojekte. Das war jetzt im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr war das 2017. Und der Künstler, der die Billardkugeln hier erschaffen hat,
Er hat sich gedacht, als er das hier gesehen hat, sein Münster zu Besuch war und den Asi hier gesehen hat, dass das irgendwie so glatt gezogen aussieht, so grün wie ein Billardtisch. Darum die Billardkugeln. Das müssten dann gewesen sein in den 80ern, also 30 Jahre sind die jetzt hier. Und die hat man stehen lassen. Man lässt nicht immer alle stehen von den Skulpturprojekten, aber die hat man gelassen. Das sind halt, wie man sieht, ganz beliebt bei Leuten, die ein bisschen was mit Farbe machen. Ist richtig herrlich jetzt hier gerade heute Morgen. Ich genieße es total, so früh mit dem Rad durch Münster zu fahren. Kann mich auch nicht erinnern, weil ich das schon mal gemacht habe, auch dazu Arbeit. Ja. Und dann ist halt noch früher und eine andere Motivation. Ne? Okay. Der Stadtgraben. Und ich bin gleich auch schon mitten in Münster Innenstadt, aber komplett autofrei. Also man kann hier von der Seite, wo ich reingefahren bin, vom Westen her, also völlig unabhängig vom Autoverkehr, reinfahren in die Stadt. Ist natürlich sonst ein bisschen später deutlich mehr los hier, aber vom Prinzip her doch ganz fahrradfreundlich. Hier links im Hintergrund seht ihr das Schloss in Münster. Versucht mal ein bisschen näher ranzukommen. Hier ist ja, hier sind wohl die Vorbereitungen für das Reitturnier. So geil, weil ich hier hinkomme. Ich kriege nie einen freien Blick auf das Schloss. Ja. Müssen wir uns mit dem abgeben, was wir jetzt hier sehen. In dem Schloss ist seit 1954 der Sitz der Westfälischen Wilhelms-Universität. Gebaut wurde das aber eigentlich damals für den vorletzten Fürstbischof. Der ist vor der Fertigstellung, die war 1787, aber 1784 leider schon verstorben. Hat sich also selbst nicht mehr gewohnt und sein Nachfolger hat es dann vorgezogen, lieber in Bonn zu residieren. Also bewohnt in dem Sinne als Schloss von dem Fürstbischof war das fürstbischöfliche Schloss nie. Und selbst der Erbauer, das war der Johann Konrad Schlaun, der Architekt, der das sozusagen errichtet hat, der ist 1773, also 15 Jahre vor Fertigstellung, schon verstorben. 20 Jahre hat man ein Ding gebaut. Also damals gab es auch schon Großprojekte, die irgendwie nicht fertig wurden. Und hinterher hat man sich dann vielleicht gefragt, für wen haben wir das eigentlich gemacht. Ne? War bestimmt ja auch nicht ganz billig. Wenn ich jetzt mich umdrehe, ist da praktisch dann die Innenstadt von Münster. Hier seht ihr jetzt eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten von Münster, die Promenade. Circa 4500 Meter lang und schließt die ganze Altstadt, war der alte Befestigungsring hier in Münster. Ist eigentlich ein Fußgängerweg und für den Radverkehr zulässig, aber im Prinzip ist es ein Fußweg, wo man das hier schon, wie man sieht, aufgeteilt hat. Und die fahre ich jetzt mal komplett ab, diese 4,5 Kilometer. Ich werde die Kamera am Rad fest befestigen, dass ich praktisch einen durchgehenden Film davon mache. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Die Promenade in Münster. We'll be right back.
Ja, ich finde, mein Plan, die Promenade abzuradeln zwischen Berufsverkehr und Ladenöffnungszeiten, hat ganz gut geklappt. Es ist jetzt 8:15. War kaum was los, auch wenn das für den einen oder anderen von euch vielleicht anders aussieht, aber normalerweise ist da kaum Durchkommen zwischen Fußgängern und Radfahrern. Sind ja auch noch Ferien jetzt, dementsprechend ist es eh ruhig in der Stadt. Ja, jetzt geht's zurück nach Hause, aber ich fahre nicht direkt. Haben mir überlegt, euch noch so ein paar kleine Sehenswürdigkeiten hier an der Strecke zu zeigen. Ja, an der Stelle könnte man sich ja fragen, warum hat die Stadt Münster vergessen, hier den Randstreifen ordentlich zu schneiden. Hier links hat es ja auch geklappt. Aber das ist gar nicht vergessen worden, das ist Absicht. Und zwar gibt es ja so ein Projekt im Land NRW hier, wo insgesamt für 5000 Kilometer, glaube ich, diese Streifen Saatgut ausgegeben wurde an die Landwirte mit dieser Wildgräsermischung, um halt Lebensräume für Insekten zu schaffen. Da sieht man halt momentan allerorts hier. Am Anfang habe ich mir auch gedacht, haben die das jetzt vergessen hier? Warum schneiden die jetzt den Grünstreifen nicht mehr? Aber wie gesagt, das ist Absicht. Hier in Gievenberg verlasse ich jetzt das Stadtgebiet Münster. Hier ist auch die letzte Bushaltestelle der Stadtbuslinie. Und jetzt fahren wir weiter zu einer wirklich sehenswerten Sehenswürdigkeit. Mach ich es mal spannend. Sportlich kommt jetzt gleich die größte Herausforderung an diesem Tag hier auf mich zu. Nämlich die Brücke über die A1. Da freue ich mich immer richtig drauf. Meine Mutter sagt nachher bestimmt wieder: Junge, warum bist du immer so kurzatmig, wenn du in die Kamera sprichst? Jetzt weißt du warum. Noch wenige Meter und dann kommen wir schon zur geheimnisvollen Sehenswürdigkeit. Wem gleich auffällt, dass ich ein bisschen schwitze, wenn ich in die Kamera gucke. Das liegt daran, es ist jetzt 9:40 morgens. Wir haben es 29,3 Grad. Da kann das schon mal sein, ne? Dass die automatische Körperkühlung anspringt. So, jetzt aber hier zur Sehenswürdigkeit. Ich bin jetzt hier am Rüschhaus, ist auch ein beliebtes Ausflugsziel. Und das ist ein alter Landsitz, der auch von dem Architekten, der das fürstbischöfliche Schloss geplant hat, gebaut wurde, von Johann Konrad Schlaun. Und der hat hier selbst auch gelebt. Das war sein Sommersitz. Das Museum hier hat noch zu, aber man kann in den Park. Wie man dieser Tafel hier entnehmen kann, hat das dann 1825 die Familie Droste zu Hülshoff erworben
Und die berühmte Dichterin Annette von Droste-Hülshoff hat ja halt 12 Jahre lang gelebt und auch einen Teil ihrer Gedichte hier verfasst. Berühmte Dichterin, jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, Gedichte ist nicht so mein Ding. Wer war die Frau? Das ist die auf dem alten 20-Mark-Schein. Ich blende euch den mal hier oben eben ein. So hat er damals ausgesehen. Ich habe bei mir zu Hause geguckt. Ich habe leider keinen mehr gefunden. Die alten D-Mark-Scheine haben mich damals halt nicht diesen Weitblick gehabt, mir die auch aufzubewahren, um euch heute die Dichterin dann hier zu zeigen. Aber dafür gibt es ja eine große Suchmaschine im Internet. Dort findet man auch Bilder von alten D-Mark-Scheinen. Hier halt das Rüschhaus. Obwohl ich eigentlich sagen muss, hier, wenn ich mir den Park hier ansehe, mein Rasen ist grüner. Ist ein bisschen frech von mir jetzt, aber es ist so. Die Familie Droste-Hülshoff gibt es ja auch noch, die Nachfahren. Und das Rüschhaus hier und auch andere Eigentümer von denen sind in eine Stiftung übergegangen, in die Annette zur Droste-Hülshoff-Stiftung. Und das war im Jahr 2012, damit das hier der Öffentlichkeit erhalten bleibt, für Besichtigungen, Veranstaltungen und so. Wie gesagt, hier hat die Dichterin gelebt. Jetzt radeln wir noch ein bisschen weiter, nämlich dahin, wo sie geboren wurde. Kann man sich auch angucken. Auch eine Sehenswürdigkeit. Ich glaube, da ist der Rasen auch ein bisschen besser in Schuss. Wer das Museum hier mal besichtigen möchte, dann hier die passenden Infos dazu. In Münster gibt es natürlich noch allerhand Sehenswürdigkeiten. Ich hätte jetzt auch in der Innenstadt über den Domplatz fahren können, auch schön anzusehen und so weiter. Aber ich denke, wer das sehen möchte, der guckt sich nicht so einen Film an, der soll einfach herkommen. Lohnt sich auf jeden Fall. Machen wir wieder ein bisschen Werbung jetzt hier, aber ich glaube, für so eine Stadt wie Münster darf man auch mal Werbung machen. Kriege ich auch nichts für. Und wenn ihr mal herkommt und eine Tour macht, müsst ihr euch auch keine großen Gedanken machen, euch zu verfahren oder irgendwas. Das ist hier super ausgeschildert, wie ihr seht. Da kann gar nichts passieren. Das Haus Vögeding. Aus dem Jahr 1300 irgendwas. Auch wirklich schön, wenn man sich so ansieht. Es sind einzelne Mietwohnungen drin. Und da täte mich jetzt mal interessieren, was man da so bezahlen muss an Miete. Ist ja eigentlich ganz schön weit draußen, direkt auch keine öffentliche Verkehrsanbindung. Kann so teuer nicht sein, oder? Ich werde das rausbekommen. Und was mich hier direkt auffällt, ich kann weit gucken. Das heißt, hier gibt es keinen Mais. Ich habe öfter schon mal gesagt, dass ich mit dem Rad hier jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit dann sowieso diese Strecken fahre. Ich muss das noch ein bisschen präzisieren. Es ist in dem Sinne kein Fahrrad. Laut Straßenverkehrsordnung ist es ein Kleinkraftrad.
ein S-Pedelec, ein Speed-Pedelec fahre ich. Ich muss so knapp 20 Kilometer pro Strecke, also 40 Kilometer am Tag fahren. Das kann ich mit dem normalen Rad natürlich auch. Schaffe ich konditionell, ist mir aber zu anstrengend, muss ich sagen, bin ich zu faul für. Morgens um 6 Uhr dann schon loszufahren mit dem normalen Rad, da reicht mir kurz nach 6:30 fehlen, dass ich muss ich anfangen. Und ein halbes Stündchen mit dem Speed-Pedelec. Das fahre ich jetzt seit 2 Jahren und einer meiner nächsten Filme, ich glaube der nächste wird es sogar sein, handelt dann davon, meine Erfahrung 2 Jahre mit dem Speed-Pedelec, 11.000 Kilometer bin ich damit gefahren. Was passiert nach so einer Zeit mit so einem Rad? Aber wie gesagt, mache ich ein extra Video zu, nur so zur Erklärung. Ich fahre das nicht jeden Tag mit einem normalen Rad, wo ich das früher gemacht habe. So hat das ganze Radfahren bei mir angefangen. Mein Führerschein hatte damals Ferien, aber das ist ein anderes Thema. Auf dieser Prachtallee nähern wir uns jetzt also der nächsten Sehenswürdigkeit, der Burg Hülshoff. Aber vorher, was habe ich denn da gesehen? Guck mal. Eine schöne Erfrischung. Kneippsches Wasser treten am Morgen. Aber ich glaube, das bleibt dem da vorbehalten. Ich glaube nicht, dass ich da mitmachen darf beim Wasser treten. Wohl, das wäre jetzt was. Die Füße abkühlen. Ah, ja. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Auf dieser Prachtallee nehmen wir uns also der Burg Hülshoff. Ein Geburtshaus der großen Dichterin. Annette von Droste zu Hülshoff. Das ist, ich finde, auch sehr erfreulich, dass ich der Erste hier bin, der Einzige vielleicht, dass es trotzdem schon offen ist. Ja, hier sieht der Rasen doch gleich deutlich gepflegter aus. Und ausnahmsweise auch mal ein Bau, der nicht von Johann Conrad Schlauen errichtet wurde, ist nämlich viel älter. Aus dem frühen Mittelalter oder mittleren Mittelalter, 13. Jahrhundert. Und ist seit 1417 bis 2012 halt im Besitz der Familie Hülshoff gewesen, jetzt in die Stiftung übergegangen. Ja, Café unten ist auch von unserer Gemeinde von Havigsbeck die Möglichkeit darin zu heiraten. Da kommt halt der Standesbeamte hier hin. Hier gibt es halt regelmäßig Veranstaltungen, Ausstellungen, Lesungen. Ja, Lesungen. Ich habe mir ein bisschen was vorbereitet für euch. Und zwar ein Gedicht. Wenn wir schon das Geburtshaus einer großen Dichterin besuchen, dann dachte ich mir, es ist angebracht, auch ein Gedicht von ihr vorzutragen, das sie hier verfasst hat. Sie ist also, wie gesagt, hier geboren, hat hier ihre Jugend verbracht und auch einen Teil ihrer Gedichte geschrieben. Die Frau auf dem 21-Markschein. Du Vaterhaus mit deinen Türmen, vom stillen Weiher eingewiegt, wo ich in meines Lebens Stürmen so oft erlegen und gesiegt. Ihr breiten, laubgewölbten Hallen, die jung und fröhlich mich gesehen, wo ewig meine Seufzer wallen und meines Fußes Spuren stehen. Ja, auch noch eine hübsche Location für seine Hochzeitsfeier sucht und dementsprechend das Kleingeld hat. Das ist noch gar nicht lange her, da habe ich hier das gesehen, war hier so ein Festzelt aufgebaut. Pavillons ist also möglich. Wie gesagt, mit dem passenden Kleingeld.
klappt das bestimmt. Ja, liebe Leute, das war schon mit meiner Tour heute hier nach Münster. Eine Runde über die Promenade, ein paar Sehenswürdigkeiten hier noch auf dem Weg nach Hause eingefangen. Gibt es was Schöneres, als den Film zu beenden mit den Eindrücken hier an der Burg Hülshof? Ich glaube, heute Morgen nicht. Ich reite noch nach Hause, also nichts Spektakuläres, verpasst ihr nichts. Mir hat Spaß gemacht. Ich werde nachher so um die 60 Kilometer auf dem Tacho haben. Ich stelle die Strecke wieder ein hier in die Videobeschreibung als Link nach Komoot und auf meiner Webseite auch als GPX-Datei, wer das runterladen möchte und nachradeln möchte. Ja, ich sage Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Sprobo.